Tests spielen eine Schlüsselrolle bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie. Einerseits werden sogenannte PCR-Tests eingesetzt, um zu erfahren, wer erkrankt ist und isoliert werden muss. Dabei wird ein Abstrich genommen, das Genmaterial wird vervielfältigt und so ist einsehbar, ob jemand das Erbgut des Virus in sich trägt. Ein weiteres wichtiges Instrument sind Antikörpertests, die unter anderem hier in Chuncheon im Norden von Südkorea hergestellt werden. Sie zeigen an, ob jemand Antikörper gegen das Virus gebildet hat und sind in einem späteren Stadium der Krankheit aufschlussreicher als PCR-Tests, wie der Leiter des Coronavirus-Teams erklärt. Zwei Wochen nach der Infizierung sind PCR-Tests nur noch zu 50% aussagekräftig, Antikörpertests aber bis zu 80 oder 90%. Wenn man beide Tests getrennt voneinander benutzt, ist das Ergebnis nicht sehr zuverlässig. Aber wenn man beide anwendet, bekommt man die besten Resultate. Antikörpertests spielen vor allem bei den derzeitigen Diskussionen um eine Lockerung der Ausgangssperren eine Rolle. Denn durch sie können Regierungen sehen, wie viele Menschen tatsächlich schon infiziert waren und womöglich immun sind. In vielen Ländern arbeiten Firmen wie Bodytech an der Entwicklung und vertreiben sie bereits. Die Nachfrage sei groß, so Lee. Die Anfragen kämen aus den USA, von afrikanischen Staaten, dem Iran und auch von der Weltgesundheitsorganisation. In den USA sollten die Tests eingesetzt werden, um herauszufinden, wer immun ist und wieder zur Arbeit gehen kann. Bisher ist jedoch nicht klar, wie lange eine durch Antikörpertests nachgewiesene Immunität hält. Sie sind also nur eine von vielen Maßnahmen bei einer schrittweisen Rückkehr zur Normalität.